Und die Menschen waren eine einzige Gemeinschaft. Sie wollen den Teil der Liebe aus uns entfernen, hinwegnehmen, aber sie können es nicht. Sie können sich nicht entkolonisieren. Sie schleichen sich in das System, in die Regierungsspitzen und Institutionen und sie können nur über das tote Volk, in dessen Herzen die Liebe erloschen ist, herrschen. Und in diesem Prozess streben sie es an, die Menschheit in Kopien ihrer selbst zu verwandeln. So etwas ist in der gesamten Geschichte noch nie passiert. Und wenn ich nicht in der Lage wäre zu verstehen, was hier vor sich geht, dann müsste ich wohl einen Fehler im Kopf haben. Wann würde ich dann aufwachen? Der Prophet Allahs, Mohammed, Friede und Segen Allahs auf ihn, informierte uns über die Bedeutung der Ankunft des Dajjals in dieser Welt. Er warnte uns von der Ankunft des Dajjal in dieser Welt, dass er 40 Tage lang auf der Erde leben würde. Ein Tag wie ein Jahr, ein Tag wie ein Monat, ein Tag wie eine Woche und den Rest der Tage wie eure Tage. Die in diesem Buch, Hadith-Buch, geführte Analyse ist eine solche, die besagt, dass der Dajjal am ersten Tag, der wie ein Jahr ist, Großbritannien als Hauptquartier einnahm. Und als der Dajjal sich zum nächsten Tag bewegte, der wie ein Monat ist, wurde die Vereinigten Staaten Amerikas zu seinem Hauptquartier. Und schließlich wird der Tag folgen, an dem ein Tag wie eine Woche ist. Dann kommt er zurück ins Heilige Land. Dann kommt er zurück ins Heilige Land.